Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, euch vor meiner Indienreise meinen Koffer zu zeigen. Ihr habt euch das nämlich auf Instagram gewünscht. Ich frage ja da immer, interessiert euch das nicht, bevor ich dann irgendeinen Quatsch hochlade, den eh keiner schaut. Frage ich jetzt immer vorher. Wie auch immer, ich fliege nach Indien und zwar ganz genau nach Wakala, das ist in Kerala. Genau. Und in ein Ayurveda-Ressort namens Kadal Theram. Warum mache ich das eigentlich? Weil mir momentan danach ist, dass ich eine Auszeit brauche, dass ich auch, es ist ja seit Jahren die erste Reise, wo ich nur an einem Ort tatsächlich bin. Das ist jetzt auch nicht so, dass da wahnsinnig viele Ausflüge stattfinden werden. Also ich werde vermutlich nicht so viel von der Gegend sehen. Es liegt ja in Südindien. Momentan ist da auch Monsunzeit. Ich hoffe, dass es nicht allzu doll regnet, aber ich werde euch mitnehmen. Und ihr werdet sehen, wie tatsächlich eine ganz, ganz traditionelle Ayurveda-Kur stattfinden wird. Wie sich das einfach aufbaut, was man da macht. Ich kann euch nur so viel schon verraten. Ich muss sagen, ich gehe selber mit einer gewissen Unwissenheit da rein, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen. Es wird ayurvedisches Essen geben. Da gibt es aber ein separates Food Diary. Das wurde nämlich auch schon angefragt auf Instagram, als ich euch erzählt habe, dass ich das vorhabe. Wurde gleich gefragt, machst du auch ein Food Diary? Ja. Aber ich schweife schon wieder vom eigentlichen Thema ab. Ich gönne mir eine Auszeit, wie gesagt, so mehr oder weniger auch professionell, denn da werde ich am ersten Tag ein Gespräch bei einem Ayurveda-Arzt haben, bei einem indischen Arzt, der mir dann wirklich einen Ernährungsplan schreibt, der mir meine Treatments verschreibt. Also, we will see. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was ich mitnehme, denn ich habe noch so ein paar neue Reisetools, die ich beim letzten Mal nicht mitgenommen habe, beziehungsweise noch gar nicht hatte. Ich verlinke euch mal, ich war ja 4 Wochen das letzte Mal unterwegs in Zentralamerika. Dieses Packvideo kann ich euch auch mal verlinken, wenn ihr Lust habt. Und dieses Mal hat sich es doch schon deutlich gewandelt, mein Gepacke, und es ist auch einfacher. Man ist nur an einem Ort. Ich mache Yoga, meditiere und so. Das heißt, es muss komfortabel sein. Und da habe ich natürlich viele Sportklamotten dabei. Zeige ich euch auch gleich. Ich möchte auch gerne ein Fashion Diary mal wieder drehen. Ich weiß, ich habe es das letzte Mal schon versprochen. Aber wenn man wirklich jeden Tag von A nach B reist und das 4 Wochen teilweise alle 2 Tage irgendwo anders ist oder jeden Tag woanders ist, dann ist es auch einfach super stressig. Und davon habe ich mir jetzt einfach eine Pause gegönnt. Und das auch nochmal zur Erklärung. Ich reise alleine. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Alleine. Treffe da auch keine Gruppe, sondern bin nur in diesem Ayurveda-Ressort. Wie auch immer, möchte ich mit so einem coolen Tool beginnen. Das habe ich mir ganz neu gekauft. Da habe ich meine ganze Technik drin. Also ganz unabhängig davon, dass ich eine Kamera und alles dabei habe und Blog und so, ist es nicht nur für Blogger, sondern tatsächlich für jeden, der gerne ein bisschen Ordnung hätte in seinen technischen Sachen. Denn ich gucke mal, ob ich das finde und euch verlinken kann auf Amazon. Ich habe hier meine Akkus drin. Ich habe hier sämtliche Ladekabel ordentlich zusammengewickelt. Und dabei, das ist zum Beispiel das für meine Zahnbürste, für mein Handy. Und das müsste das für die... Nee, das ist nicht das für die Kamera. Vielleicht ist es auch das für mein E-Book-Reader. Und dann hat es hier noch so ein größeres Fach, wo ich dann auch einfach meine Powerbank drin habe, mein Stativ. Das hatte ich auch beim letzten Mal noch nicht. Das ist mein Reiseorganizer. Da habe ich alles drin, was wichtig ist. Ihr seht hier meinen Impfpass, den man oft vorlegen muss. Dann natürlich meinen Reisepass. Dann müsste ich da auch noch ein bisschen Geld drin haben. Meinen ausländischen Führerschein. Ich habe ja einen internationalen Führerschein. Der ist da auch drin. Das kann ich euch auch mal verlinken. Ich finde das super. Dann meine Auslandskrankenversicherung ist da mit drin. Also wenn ich das verliere, dann habe ich ein Problem. Man braucht übrigens auch ein Visum nach Indien. Und das hat mich wirklich den letzten Nerv gekostet, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das war nicht so einfach, aber ich habe es dann geschafft, Gott sei Dank. Es kostet $80. Das ist so ein E-Visum heißt es, E-Visa, und das habe ich auch dabei und das muss da jetzt auch noch rein, weil das ist wirklich wichtig und das braucht ihr. Wie immer habe ich meine
Bauchbeuteltasche dabei, immer, weil das hat man dann einfach vorne dran und da hat man alles sicher und auch meinen Reisegeldbeutel, meinen Brustbeutel. Da könnt ihr mich jetzt auslachen, wie ihr wollt. Ich finde sowas super praktisch. Ich verlinke euch mal alles unten. Ich reise seit so vielen Jahren auf verschiedene Kontinente dieser Erde und ich habe es noch nie bereut, dass ich das dabei hatte. Im Gegenteil, ich wurde immer von allen anderen beneidet. Weil klar, sieht es lustig aus. Ja, die deutschen Touris wird da typisch, ne, mit ihrem Brustbeutel, mit ihren Informationen und alles ordentlich eingepackt und so. Aber Leute, ich habe nie irgendwas gesucht oder habe irgendwas verloren oder wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach gerne gut vorbereitet und habe die richtigen Taschen dabei. Ich habe zum Beispiel auch einfach eine Umhängetasche, die tue ich mir in meinen Rucksack. Und da tue ich alles rein, was ich brauche. Das heißt, meine Reiseplanung, meine Technik, natürlich mein Brustbeutel. Meine GoPro ist natürlich auch wieder am Start. Selbstverständlich ist die wieder am Start. Und da habe ich einfach dann alles gebündelt, meine ganzen wichtigen Sachen. Und dann habe ich halt noch Snacks im Rucksack und so weiter und so fort. Aber so könnt ihr euch vorstellen, dass ich verreise. Klar ist bei mir dann auch nicht immer alles perfekt. Und es gibt eigentlich auch bei jeder Reise, wo ich sage, ach shit, das hätte ich noch mitnehmen können. Oder wäre gut, wenn ich das irgendwie gewusst hätte und so. Aber ich finde es schon mal richtig geil, wenn ich alles sortiert habe und einigermaßen beisammen. Was bei mir auch nicht fehlen darf, und das habe ich nämlich das letzte Mal vergessen im April, mein Nackenhörnchen. Ich habe auf der Hinfahrt, auf dem Hinflug habe ich gut geschlafen, echt gut. Ich bin jemand, der kann eigentlich auch ganz gut im Sitzen schlafen, aber auf der Rückfahrt, das war ein Albtraum, da hätte ich so ein Ding gebraucht. Und das war jetzt nicht so eine Airline, dass man sagt, okay, da kriegt man Kissen und alles Mögliche. Deswegen, und es ist doch besser, wenn man irgendwie sein eigenes dabei hat und sich dann auch irgendwie so schön bequem hinlegen kann. Und deswegen ist das für mich auch ein absolutes Must-Have-Tool. Ist mir egal, schleppe ich mit, wurscht. Hauptsache ist dabei. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein absoluter Reiseführer-Junkie bin. Und deswegen darf natürlich Indien nicht fehlen. Und, oder der Reiseführer. Natürlich bereise ich nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon. Aber ich war noch nie in Indien. Und freue mich drauf und möchte auch einfach etwas über Land und Kultur wissen. Und vielleicht erklärt sich auch einer im Hotel bereit, mir so ein bisschen was zu erzählen. Und, aber ich möchte vorbereitet sein und deswegen kommt es auf jeden Fall auch in den Rucksack. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Love Your Body Event erinnert, für Frauen von Frauen. Da haben wir dieses Notizheft bekommen mit Lebe, Liebe, Lache, das auch noch von den Mädels selber beschriftet wurde. Das nehme ich mit und ich möchte da meine Eindrücke niederschreiben und Motivation niederschreiben und alles, was ich so ayurvedisch da mitnehme, möchte ich einfach aufschreiben. In diesem Urlaub möchte ich gerne laufen gehen, deswegen habe ich meine neuen Laufschuhe eingepackt. Die sind von Salomon und die kann ich sehr empfehlen, denn ich hatte die schon, wie man sieht, da stecken noch schön die Steine drin. Die hatte ich bereits, das sind übrigens die Sonic Air A Pro 2. Kann ich euch aber auch mal unten verlinken. Die hatte ich nämlich schon in der Schweiz auch an, wo wir wirklich sehr viel auch rumgelaufen sind. Ich glaube 6-7 Stunden allein in der Stadt und mir hat nichts wehgetan. Einfach mal abgesehen davon, dass sie auch noch super aussehen. Das sind die für Asphalt, also die sind auch für Asphalt geeignet. Und ich möchte einfach laufen gehen, mich bewegen und deswegen dürfen die nicht fehlen. Wer meine Instagram-Stories verfolgt, weiß, dass ich diese, die sehen jetzt hier ziemlich lustig aus, das sind so Sockenschuhe, aber eigentlich sind es Barfußschuhe und ich liebe die, die sind von Leguano, die verlinke ich euch auch mal. Es gibt für mich nichts Besseres und ich bin so froh, dass ich das Geld investiert habe, die haben 80 Euro gekostet oder sowas und die sind super, die sind jetzt gerade frisch gewaschen und ich trage die, wenn es geht, wirklich 5-mal die Woche. Man soll sie ja nicht jeden Tag tragen, da man das dann natürlich auch die Beine damit trainiert. Ja, wie ihr seht, das sind Barfußschuhe und die trägt man barfuß. Und ich liebe sie und die werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen für Ausflüge, wenn wir denn welche machen sollten. Aber auch so zum Yoga, wie auch immer, die sind super bequem. Ich liebe sie. Wenn man dann doch mal irgendwie am Strand oder wie auch immer geht, habe ich mir ein paar
Hausschuhe mitgebracht oder wenn man zum Frühstücken geht oder so und man einfach in irgendwelche Schuhe reinschlüpfen will, habe ich mir die mitgebracht. Ich finde die super geil. Ich liebe dieses Gelb. Ich liebe das auch, dass die ein bisschen höher sind. Ich bin ja so klein und deswegen sind die sind von Lemon Jelly, genau, absolut geile Teile. Ich finde die Hammer. Ich habe einige von diesen Tüchern mit dabei, denn man weiß ja nie, gerade wenn man in Tempel geht oder so, es hat alles was mit Respekt zu tun, dass man sich verhüllt als Frau und da möchte ich mich natürlich dran halten. Ich bin in einem fremden Land, ich bin da zu Gast und deswegen habe ich einige von diesen Tüchern dabei, um mich einfach gegebenenfalls zu verhüllen, Schultern zu bedecken und so, wie man das ja bei uns in Kirchen auch, da geht man auch nicht schulterfrei rein oder mit Minirock, ja, ganz einfach. Und deswegen einige von diesen Tüchern. Meine Reiseapotheke darf auch nicht fehlen. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch schon sehr viel dazu gesagt. Es hat sich nichts geändert zur letzten Reiseapotheke. Ich habe mir ein bisschen Puder mitgebracht, wie gesagt, falls ich Fotos machen will. Dann was, ihr wisst ja, Blasenprobleme bei Mädels, Schmerztabletten, so das übliche Durchfall, Dolomien, alles Mögliche. Also, das ist eine Standard-Reiseapotheke. Das Teilchen begleitet mich auch wieder, das solltet ihr auch kennen. Da sind meine ganzen Beauty-Produkte drin. Da habe ich mir jetzt ganz neu so einen Cognac-Schwamm gekauft. Ich habe den roten bereits in Benutzung und liebe die. Ich habe mir jetzt nur einen frischen mitgebracht. Dann eine Seife habe ich mir mitgenommen. Die kann ich sowohl fürs Gesicht als auch für den Körper benutzen. Das ist übrigens eine tolle Aktion von Shear. Wenn ihr eine kauft, spendet ihr eine Seife. Dann müsst ihr nur den Code hinten einscannen und den Trackcode eingeben. Somit spendet ihr eine Seife und das ist jetzt die Aktivkohle. Das finde ich super. Dann, ja, ein Deo habe ich natürlich dabei, Zahnseide, Bodylotion, was zum Desinfizieren, ein Pfefferspray. Also ich würde sagen, das ist eine ganz normale Beauty-Tasche einer Frau. Ein paar schöne Kleidchen habe ich dabei, aber wie gesagt, da möchte ich euch dann gerne ein Fashion Diary drehen. Ganz viele bequeme Chillerhosen natürlich auch. Eine Cappy. Passt jetzt wunderbar zum Outfit, aber macht nichts. Eine Cappy natürlich. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich super, super sonnenstichempfindlich bin, leider Gottes. Und deswegen brauche ich da unbedingt eine Cappy. Farblich passend dazu habe ich von Studio Sweden Vasa Bla, heißen die. Die habe ich auch schon jahrelang, die habe ich auch schon mal vorgestellt. Das sind Bluetooth-Kopfhörer und die finde ich richtig geil. So sehen die aus und die trägt man dann einfach so. Vernetzt die mit dem Handy und dann könnt ihr Musik hören. Ich habe jetzt auch viele Bücher dabei, die zeige ich euch gleich. Aber Bluetooth-Kopfhörer sind einfach. Neben meinem E-Book-Reader habe ich noch ein paar Printbücher dabei, denn ich liebe das eigentlich, wenn ich was in der Hand habe. Und ich bin eher der Printleser. Und da habe ich jetzt von Sebastian Fitzek Fische, ein Kompass, die auf das große Abenteuer Bäume namens Leben klettern. So, das habe ich dabei. Bin ich mal gespannt. Glück, Erfolg, große Ziele. Was ist es, das im Leben zählt? Das sollten wir uns allen bewusst machen. So. Dann, das letzte Mal habe ich meinen Reiseführer Spanisch vergessen. Ja, klar, ich reise jetzt nicht in ein spanisch sprechendes Land, aber ich habe meine Reise noch sehr gut in Erinnerung. Der ist von Langenscheid, den habe ich mir auch mal gekauft, kann ich euch auch mal verlinken. Finde ich richtig, richtig schön. Und den werde ich noch ausfüllen. Dann tue ich zumindest ein bisschen mein Spanisch verbessern. Oh, ich habe echt viele Bücher dabei. Von Michael Nast, Generation beziehungsunfähig. Das lasse ich jetzt so dahergestellt oder dahingestellt, warum ich das mitnehme. Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Von Spiegel Online. Ich liebe Rätsel. Wollte ich auch machen. Dann ein englisches Buch, It's not how good you are, it's how good you want to be. Und Denk dich erfolgreich in 100 Tagen zum Erfolgsmindset, ein Arbeitsbuch, 5 Minuten täglich. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen Beauty auch dabei, weil das wollte ich nämlich jetzt mal testen von NYX, den Whipped Wonderland Powder Puff. So sieht es aus, kennt ihr das?
wollte ich unbedingt mal testen. Und dann noch ein bisschen Schmuck von Pure Lay. Den mag ich super gerne. Habe ich mir gekauft. Einmal diese Ohrringe. Und diese Ohrringe. Ich liebe ja Muscheln. Oh mein Gott. Wie man sehen kann. Dann habe ich natürlich noch einige andere Klamotten dabei. Wie gesagt, sehr viel Sportsachen und so. Aber ich werde euch da auf jeden Fall ein Outfit-Diary drehen. Das sollte drin sein, weil es ist jetzt schon... Oh Gott, das Video sprengt schon wieder den Rahmen. Ich werde euch auch mein Reiseoutfit zeigen. Aber aus Zeitgründen werde ich das, wie gesagt, alles in einem Outfit-Diary machen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesem Video etwas inspirieren und helfen konnte. Einfach auch... Ich verlinke euch auch nochmal meinen Koffer, das ist den ich immer mit dabei habe, der jetzt zugegebenerweise, wobei der wurde ab Reise 1 schon ziemlich geschrottet, war auch nicht günstig. Ich weiß noch, den habe ich von meiner Mama mal zum Geburtstag bekommen und den kannst eigentlich auch schon wieder in die Tonne kloppen, weil der so kaputt gegangen ist. Aber ich denke, ein paar Reisen wird er noch durchhalten, weil der ist leider schon gebrochen. Genau, wie gesagt. Bücher habe ich euch gezeigt. Also das Wichtigste dürfte ich euch gezeigt haben. Ansonsten schaut nochmal in die Infobox, wenn ich was vergessen habe, euch zu zeigen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade von der Arbeit gekommen und noch schnell das Video gedreht, weil ich liebe solche Pack-Tutorials oder solche Pack-Videos einfach als Inspiration anzuschauen. Und das wollte ich euch eben gerne auch noch drehen. Hätte ich wahrscheinlich auch vor Ort machen können, aber ist doch besser daheim. Ich kann euch dann in meinem anderen Video erzählen, ob ich irgendwas für die Ayurveda-Kur einfach auch vergessen habe. Aber ja, ich denke mal nicht. Und wenn, dann vielleicht kann man es dort irgendwie vor Ort kaufen oder so. Ich bin da jetzt, was die Reise angeht, wirklich entspannt. Klar, Gesichtsmasken, sowas nehme ich mir gerne noch mit, aber ich habe ja dort auch Anwendungen. Deswegen schauen wir mal. Geil. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.